Süßen. Ich habe heute vor, meinen letzten Einkauf noch mal schön zu testen. Und zwar habe ich mir ja diese Pasten von ModaScrap, die Fluffy-Pasten mitgenommen und möchte einfach mal alle meine Stencils und alle 6 Pasten einmal ausprobieren. Dafür habe ich mir jetzt schon 6 Schablonen hier ausgesucht und werde das Ganze mit Mini-Slimline-Karten machen. Die sind am schnellsten, hoffe ich, fertig. Für diese Mini-Slimline-Karten, die baue ich mir, indem ich ein 12x12 Zoll Papier nehme, das bei 6 Inch halbiere. Also es war mal 12x12, ne? Ist jetzt schon bei 6 Inch halbiert. Das Ganze dann gedreht, nochmal bei 6 Inch halbieren. Dann habt ihr quasi 4x6x6 Inch Papiere und die werden dann bei 3 Inch gefalzt und kann ich ja einmal zeigen. Ist ja im Prinzip nichts weiter dabei. Bei 3 Inch anlegen, falzen, mache ich das auch noch gleich. Dann habe ich alle meine Karten, meine 6 Grundkarten schon fertig. Und habe dann eine 3x6 Inch hohe Karte und darauf passen diese Mini-Slimline-Stanzen, also die größten immer aus den Sets, super gut drauf. Genau, perfekt. Ich habe mir noch andere ausgesucht. Wo sind sie da? Also das ist das Set, wo ich diesen Rahmen und diesen Wellenrandrahmen her habe. Das heißt SBD 149 und im Shop, glaube ich, unter Mini Slimline Wellenrand Rahmenstanze zu finden. Dann habe ich noch diese von Simple and Basic SBD 149. Müsste irgendwie das Mini Slimline gestitcht oder irgendwie so heißen. Da sind da verschiedene Geschichten drauf. Aber auch hier passt dann die größte immer noch auf meine Grundkarte mit einem leichten weißen Rand. Finde ich sehr schön. Zu den Hilfsmitteln noch mal kurz, die ich jetzt hier benutzt habe, um das Ganze ja, durchzuführen. Ich habe meine Kartenaufleger auf so eine Magnetplatte befestigt. Das heißt, dieses Lineal hier oben, das backt hier drauf fest. Damit kann ich dann gleichzeitig Papier und Stencil befestigen. Dann rutscht mir nichts, ich brauche nichts festkleben, das reicht mir so ganz entspannt. Dann habe ich hier noch 2 so eine Palettenmesser. Da habe ich es gerade geschafft, jetzt auch bei dem zweiten die Spitze abzubrechen. Also geschickt, geschickt. Aber tut der Sache ja keinen Abbruch. Wer sowas nicht hat, es macht auch eine alte EC-Karte oder Krankenkassenkarte, um das da einmal so durchzuziehen. Also so ein Rakel. Alles, was glatt ist. Von mir aus auch hier mit einem Lineal. Also je nachdem, womit ihr dann schmieren möchtet. Aber so eine Spitze hier vorne war schon schön, um die Paste aus der Tube zu bekommen. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Ergebnisse. Und zwar ist das ja hier. Ist hier irgendwo ein Name noch bei diesem Stencil? Nee. Also die Schablonen sind alle aus dem Kreativdepot Shop. Dieser Stencil. Und die Fluffy-Paste in Evergreen bringen so ein Ergebnis. Und ich denke, jetzt kann man auch mal sehen, dass da so ein wunderschöner, kleiner, feiner Schimmer mit in der Paste ist. Sehr cool finde ich das. Jo. Dann habe ich den Brisk Leaf Stencil genommen und die Fluffy Paste in Red Berry.
Und das Ergebnis sieht so aus. Aus dem Schneeflockenstencil hier, er heißt White Christmas und der passte in Aprikot Eis, keine Ahnung. Jedenfalls ist da sowas bei rumgekommen. Ich finde auch diese Erhabenheit dieser Paste ganz cool. Ja. So, und dann habe ich hier noch die drei Stencils für meine Blautöne. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war. Also, das hier ist Aquamarin auf alle Fälle. Und für Aquamarin habe ich den Stencil Halloween Night benutzt. Und so sieht es von dichtem aus. Für Babyblau habe ich den Stencil Christmas Sparkle genommen. Babyblau und das ist das Ergebnis. Und das letzte hier ist der Stencil Holy Night und Light Blue Gray. Und das sieht dann so aus. Und jetzt nochmal alle drei Farben im Vergleich. Ja. Also Light Blue Gray sieht man schon, ist wirklich ein schönes Blau in so einem matten Grauton. Das hier ist Aquamarin, das hat so einen leichten Grünstich noch, Türkise, ne? Und das ist wirklich Babyblau. Jo. Finde ich ganz schön. Okay, dann geht es jetzt mal ans Ausdekorieren der Karten. Irgendwie muss ich ja jetzt da noch was drauf zaubern, ne? Mal gucken. Nur stanzen oder doch ein bisschen kolorieren? Mal gucken. So, meine Kolorationen sind beendet. Ich habe jetzt mir nochmal das Set Christmas Doodles
von der Designline mit Treebird geschnappt. Und da sind einfach diese süßen kleinen Designs drauf, winterliche Geschichten. Und das passte von der Größe her ziemlich gut zu meinen Slimline-Karten. Jetzt müssen hier ein paar Klebeaktionen vonstatten gehen. Und irgendwie muss ich da auch noch mal ein paar Grußworte drauf bekommen. Das kann auch alles nicht so groß sein. Muss ich mir jetzt mal kurz was überlegen. Seht ihr gleich. Und dann hören wir uns gleich wieder, wollte ich sagen. Also ich habe wieder meine Streifenstanzen hervorgekramt. Die machen sich am allerbesten, finde ich, um so einfache Sprüche auf Karten zu bringen. Und dafür habe ich auch schon wieder das Set im Rahmen Frohes Fest benutzt mit diesen schmalen Sprüchen, die einfach perfekt auf diese kleinen Karten jetzt gepasst haben. Und habe dann noch ein bisschen farbliche Cardstock-Reste aus diesem Set hier, kennt ihr bestimmt auch schon von mir, mit Streifen und Punkten hinterlegt, um das ein bisschen noch hervorzuheben, die Sprüche, damit nicht weiß auf weiß landet. Und ich finde, einige Karten sind auch schon fertig, so wie diese hier. Da braucht nichts weiter drauf, die gefällt mir so, wie sie ist, sehr gut. Die genauso. Und auch die bleibt, glaube ich, oder? Muss ich nochmal gucken. Aber bei denen hier fehlt mir noch so eine Kleinigkeit und dafür habe ich jetzt meine Aroma Drops von Nuvo, die hier noch standen, auf dem Tisch geholt, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die auch tatsächlich immer noch duften, wenn sie getrocknet sind. Und dafür wandern die jetzt auf die Karten. Während die Nuvo Drops hier oben jetzt noch trocknen, mache ich schon mal Vorbereitungen für eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte. So, also den Hintergrund habe ich soweit jetzt schon mal eingefärbt mit Distress Oxides und diesen Brush Blendern, glaube ich, so heißen sie. Und das, was ich euch zeigen wollte, ist diese Geschichte. Und zwar habe ich im Shop von Kreativdepot Schablonenfolie gefunden und dachte mir, dann könnte ich ja sogar mal meine eigenen Stencils, meine eigenen Schablonen herstellen. Habe jetzt diese Stanze hier von Kreativdepot genommen, die Ho Ho Ho, da durchgekurbelt, 2-3 Mal ordentlich mit Druck, dass das hier durch diese Folie durchgeht, denn die ist echt schön stabil. Und jetzt dachte ich mir, könnte ich hier noch mit dieser Paste nochmal Schriftzüge mit der Paste draufziehen. Es gibt das Ganze, gibt ja auch noch so ein Negativ. Theoretisch könnte man die ja hier auch draufkleben danach. Beziehungsweise, wenn ich das hier drauflege und dann ringsrum wische, dafür müsste ich das aber ordentlich festkleben. Es gibt ja auch so Kleber, der nur permanent haftet. Dann könnte man das hier rumwischen und habt ihr auch so ein weißes Ho-Ho-Ho da drauf. Naja, das sind jetzt meine Gedanken gerade dazu gewesen, bisschen laut gedacht. Aber jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen Paste draufschmieren. Wenn ihr eure Döschen zumacht, achtet darauf, vorher den Rand schön sauber zu machen. Denn ich habe Erfahrung mit diesen Pasten, also mit diesen jetzt hier nicht, weiß ich noch nicht, hatte ich jetzt noch nicht die Paste soweit, aber mit anderen Pasten, wenn ich da was an den Rand geschmiert habe, und da bin ich so ein Kandidat dafür, dann trocknen die Deckel so an
Und dann kriege ich die Deckel, habe ich die nie wieder aufbekommen. Das war immer sehr ärgerlich. Bei den Döschen hier weiß ich gar nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht passiert durch diese Schraubverschlussdeckel. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? So, mal gucken, was ich mir jetzt hier zurechtgeschmiert habe. Ho, ho, ho. Kann man lesen, würde ich sagen, ne? So, die letzte, siebte Karte ist dann jetzt auch fertig geworden. Ich habe mich hier wieder bei dem kleinen Christmas Doodles bedient und die beiden Kugeln sind aus dem Set Advent Advent aus der Design Line mit Tree Bird. Da habt ihr hier den dicken Bären und hier sind drei Weihnachtskugeln. Und natürlich nicht zu vergessen die kleine Maus, die an dem Weihnachtsbären hängt. Sehr süß. Ja, jedenfalls habe ich da nur die kleinen Sachen wieder rausgenommen für diese Weihnachtskarte. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in diese Nuvo-Drops reinditsche. Und tatsächlich muss ich sagen, riechen die nach Erdbeeren. Mal gucken, wie lange noch. Und vor allen Dingen, wenn ich hier so dran schnupper, rieche ich eher die Paste, die schon so einen starken Eigengeruch hat, wenn man direkt rangeht und schnuppert, ne? Anstatt der Nuvo Drops. Also die Paste riecht stärker als die Drops, aber naja, für einen kleinen Gag, ne? Muss ich mal gucken, ob man, kann man ja mal die Beschenkten fragen, die die Karten bekommen, ob sie irgendwas am Umschlag gerochen haben. Naja, so. Ich zeige euch jetzt nochmal, ja, ich glaube, mit Musik ein bisschen unterlegt, die Karten von Dichtem, wie sie jetzt schlussendlich aussehen. Und sage schon mal Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.